Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Gestern, vorgestern konnte ich leider nichts für euch aufnehmen. Jetzt bin ich wieder für euch da. Und ich denke mal, ich werde es auch die ganze Woche schaffen, euch regelmäßig jeden Abend mit einem kleinen Märchen zu erfreuen oder einem Gedicht. Ich mache aber erstmal noch meine Märchenreihe weiter, denn die Brüder Grimm scheinen einige von euch total toll zu finden, denn viele Märchen, die ich hier vorlese, kennt ihr anscheinend noch gar nicht. Ging mir aber genauso. Ich habe heute Abend mehr oder weniger eine Fabel, und zwar Der Wolf und der Fuchs von den Gebrüdern Grimm. Der Wolf hatte den Fuchs bei sich, und was der Wolf wollte, das musste der Fuchs tun, weil er der Schwächste war. Der Fuchs wäre gerne diesen Herrn los gewesen. Es trug sich zu, dass beide durch den Wald gingen. Da sprach der Wolf: »Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs: »Ich weiß einen Bauernhof, wo ein paar junge Lämmlein sind. Hast du Lust? Dann wollen wir uns eins holen.« Dem Wolf war das recht. Sie gingen hin, und der Fuchs stahl das Lämmlein, brachte es dem Wolf und machte sich fort. Da fraß der Wolf es auf, war aber damit noch nicht zufrieden, sondern wollte das andere dazu haben und ging, es zu holen. Weil er es aber so ungeschickt machte, merkte es die Mutter des Lämmleins und fing an, entsetzlich zu schreien und zu blöken, dass die Bauern herbeigelaufen kamen. Da fanden sie den Wolf und schlugen ihn so erbärmlich, dass er hinkend und heulend beim Fuchs ankam. »Du hast mich schön angeführt«, sprach er. »Ich wollte das andere Lamm holen, da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weichgeschlagen.« Der Fuchs antwortete: »Warum bist du auch so ein Nimmersatt?« Am anderen Tag gingen sie wieder ins Feld, da sprach der gierige Wolf abermals: »Rotfuchs, schafft mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs: »Ich weiß einem Bauernhaus, da backt die Frau heute Abend Pfannkuchen, wir wollen uns davon holen.« Sie gingen hin, der Fuchs schlich ums Haus herum, guckte und schnupperte so lange, bis er ausfindig gemacht hatte, wo die Schüssel stand, zog dann 6 Pfannkuchen herab und brachte sie dem Wolf. »Da hast du zu fressen«, sprach er zu ihm, und ging seiner Wege. Der Wolf hatte die Pfannkuchen im Nu heruntergeschluckt und sprach: »Sie schmecken nach mehr«, ging hin und riss gleich die ganze Schüssel herunter, so dass sie in Stücke zersprang. Da gab's einen gewaltigen Lärm, dass die Frau herauskam, und als sie dem Wolf sah, rief sie die Leute, die eilten herbei und schlugen ihn, was das Zeug hielt, dass er mit 2 lahmen Beinen laut heulend zum Fuchs in den Wald hinauskam. »Was hast du mich garstig angeführt«, rief er, »die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegerbt.« Der Fuchs aber antwortete: »Warum bist du auch so ein Nimmersatt?« Am dritten Tag, als sie beisammen draußen waren und der Wolf nur mit Mühe forthinkte, sprach er doch wieder: »Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber.« Der Fuchs antwortete: »Ich weiß einen Mann, der hat geschlachtet, und das gesalzene Fleisch liegt in einem Fass im Keller. Das wollen wir holen.« Sprach der Wolf: »Aber ich will gleich mitgehen, damit du mir hilfst, wenn ich nicht fort kann.« »Meinetwegen«, sagte der Fuchs und zeigte ihm die Schliche und Wege, auf denen sie endlich in den Keller gelangten. Da war nun Fleisch im Überfluss. Und der Wolf machte sich gleich daran und dachte: »Bis ich aufhöre, hat's Zeit.« Der Fuchs ließ sich's auch gut schmecken, blickte überall herum, lief aber zu dem Loch, durch das sie gekommen waren, und probierte, ob sein Leib noch schmal genug war, durchzuschlüpfen. Sprach der Wolf: »Lieber Fuchs, sag mir, warum rennst du so hin und her und springst hinaus und herein?« »Ich muss doch sehen, ob niemand kommt«, antwortete der Listige. »Friss nur nicht zu viel.« Da sagte der Wolf: »Ich gehe nicht eher fort, als bis das Fass leer ist.« Indem kam der Bauer, der den Lärm von den Sprüngen des Fuchses gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, als er ihn sah, war mit einem Satz zum Loch draußen. Der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so dick gefressen, dass er nicht mehr durchpasste, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit seinem Knüppel und schlug ihn tot. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, dass er den alten Nimmersatt endlich los war. Ja, mir geht's ja ähnlich, wenn ich irgendwo eine Tafel Schokolade liegen sehe, so eine 300 Gramm Milka Noisette ist irgendwann mein Untergang, oder Schoko und Keks, da kann ich auch nicht dran vorbeigehen, und irgendwann ist es bestimmt soweit und ich passe nicht mehr durch die Eingangstür hier zu meinem Studio.
Muss ich mitleben. Ich glaube, ihr mögt mich auch, wenn ich dick, fett und rund bin, oder? Ich habe noch nichts Gegenteiliges von euch gehört. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Nacht.